mit X. Hi, ich bin die Kathi von der Spielkultur und ich möchte heute mit euch Glückskekse backen. Vielleicht kennt ihr wen, dem es gerade nicht so gut geht, oder ihr wollt einfach so jemandem eine Freude machen. Kekse gehen ja eigentlich immer. Und unsere Glückskekse kommen natürlich auch mit kleinen Glücksbotschaften. Ihr werdet sehen, die Kekse werden zwar immer weniger, wenn man sie isst, aber das Glück wird auf jeden Fall mehr. Und das sind die Zutaten. Möglichst weiche Margarine, ein Ei, Zucker, Haferflocken, gemahlene Mandeln, Mehl, Backpulver, Vanillezucker, Zimt und eine Prise Salz und zum Verzieren noch Puderzucker, grüne Lebensmittelfarbe und einen Pinsel. Außerdem brauchst du noch eine Schüssel, Löffel zum Abmessen und Verrühren und ein Backblech mit Backpapier. Und dann für die Glücksbotschaften noch Papier, Schere und einen Stift. So, als erstes könnt ihr schon mal euren Ofen vorheizen auf 180 Grad Umluft. In eure Schüssel gebt ihr jetzt als erstes die Margarine, ein Ei und 4 Esslöffel Zucker und verrührt die schon mal kräftig miteinander. Jetzt gebt ihr 8 Esslöffel Haferflocken dazu und rührt die auch gleich unter. Dann 5 Esslöffel gemahlene Mandeln, 5 Esslöffel Mehl dazu und auch die rührt ihr gleich wieder unter eure Masse. Jetzt ein Päckchen Vanillinzucker, einen Teelöffel Backpulver dazu, einen halben Teelöffel Zimt und eine Prise Salz. Und dann könnt ihr den Teig gleich kneten, bis er schön cremig wird. So, damit könnt ihr dann schon eure Kekse formen. Dazu mache ich mir so kleine Kugeln, drücke die flach und setze sie aufs Blech. Und schon können eure Kekse in den Ofen. Auf die mittlere Schiebeleiste für 12 bis 15 Minuten. So, das ging schnell. Hier sind unsere Kekse. Schauen toll aus. So, wenn die Kekse abgekühlt sind, dann mache ich mir einen schönen Zuckerguss zum Verzieren. Ein bisschen Puderzucker. Ein kleines bisschen Wasser. Und die grüne Lebensmittelfarbe. Und dann male ich auf meine Kekse schönen grünen Glücksklee drauf. So, und für richtige Glückskekse fehlen uns natürlich noch die Glücksbotschaften. Dafür schneide ich mir hier ein paar Kreise aus. So, ich habe das Papier gefaltet. Dann habe ich gleich mehrere auf einmal. Und da schreibe ich jetzt meine Botschaften drauf. Und schon sind meine Glückskekse fertig zum Verschenken. Oh.